Tja, Freunde, da sind wir mal wieder mit Majora's Mask. Ja, in den letzten Parts hat uns ja Julian begleitet durch den Felsenturm-Tempel. Den haben wir ja jetzt nochmal ganz knapp geschafft. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Aber ein Glück haben wir es hinbekommen. Ach, was willst du denn, du Mistviech? Verrecke. So, ja, wir haben nur noch 2 Minuten. Aber, ne, wie ihr wisst, die Zeit läuft ja langsamer. So. Was wir jetzt noch machen können in diesen 2 Minuten, ist uns die Maske der Nacht zu holen. Jetzt müssen wir erstmal einmal kurz hier alles aufräumen. Das gesamte Inventar. So. So passt das schon. Und teleportieren uns jetzt erstmal zurück nach Unruhstadt. Und dort, wisst ihr ja, gibt es ja die Maske der Nacht zu kaufen am 3. Tag in der Nacht. Also, da gibt es dann ja kurz vorm Karneval, öffnet ja nochmal der Laden. Und da gibt es dann ja am 3. Tag diese Maske und die haben wir jetzt ja uns vor zu holen. So, jetzt sind wir hier angekommen. Besonders, weil wir ja auch 500 Rubine tragen können. Wir haben ja jetzt schließlich durch das Cthulhu-Haus auch die große Geldbörse oder die Riesengeldbörse bekommen. Von daher können wir das jetzt uns auch besorgen. So, wo war das nochmal genau? Hier nicht? Oder doch? Nee, doch, das war ganz unten. So, dann nehmen wir hier mal rein. So, Kuriositätenladen. Setzen wir mal die Maske ab, nachher passiert noch was. Hä? Hey. Nur herein! Sieh dich ruhig um, ich habe auch ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sonderangebot ist noch brandheiß. Ist erst vor ein paar Minuten reingekommen. Kein Scherz. Eigentlich wird so etwas nur im Bombenshop verkauft, aber ich habe so meine Quellen. Es ist eine Bombentasche. Du solltest rasch zugreifen. Leute, das liegt daran, dass wir das letzte Mal, als wir der Oma nämlich geholfen haben mit dieser Bombentasche, ja, der Dieb hat nämlich dem die Bomben, die Bombentasche abgenommen. Richtiges Wortspiel hier. Und ja, der ist wohl, das ist wohl so seine Quelle, ne? Was gibt's im Sonderangebot? Ja, 100 Rubine. Verrat's nicht weiter, aber dies ist eigentlich Eigentum der Bomben, des Bombenshops. Naja, scheiße, dann kriegen wir die diese Maske wohl leider doch nicht. Das ist ein bisschen doof jetzt. Da müssen wir wohl doch einmal nochmal der Oma einmal helfen und dann die Zeit halt hierhin zurückspulen. Egal, dann legen wir halt die 500 Rubine auf das Konto. Rubine einzahlen, Rubine abheben, natürlich einzahlen. So, trotz Maske erkennt er uns, klar. So, möchtest du einzahlen, wunderbar. Nun, ja, 500 Rubine möchte ich gerne einzahlen, danke, tschüss. So, was? Du willst wirklich so viel Geld ablegen? Du bist ja richtig reich. Oh, du hast bereits 1000 Rubine. Nun denn, kleiner Mann, hier hast du die versprochene Prämie. Na toll, ein blauer Rubin, ey. Der bringt's aber auch voll heftig jetzt, diese 5 Rubine da. Auf die können wir ja jetzt wohl, glaube ich, groß verzichten. So, dann würde ich mal sagen, spielen wir die Hymne der Zeit und werden erstmal die Zeit zurückspulen. Da, na, 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 na. Hymne der Zeit. So, Dämmerung des ersten Tages würde ich sehr gerne zurückkehren. So. Was machen wir als nächstes? Ich hatte ja gesagt, weil die Zeit ja so gedrängt hat, konnten wir ja die ganzen Feen im Felsenturm-Tempel nicht einsammeln. Finde ich ein bisschen doof, ja. Da habe ich gesagt, werde ich offscreen nach den ganzen Feen überall suchen. Das bedeutet, ich muss den gesamten Tempel nochmal machen. Und das wird dann eine ordentliche Schnibbelarbeit für mich wieder. So, jetzt haben wir aber erstmal wieder die Zeit zurückgedreht. Werden jetzt, Moment, wie ging das nochmal? Da, 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 da. So, damit wird die Zeit erstmal wieder schön verlangsamt. Und ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir das am besten. Oder ob wir jetzt überhaupt erstmal dazwischen was schieben. Wobei, lustig, wir haben ja das gesamte Spiel jetzt im Prinzip schon durch. Ich meine, wir müssen jetzt nur noch zum Endboss. Wir müssen die
Vier Götter. Boah, scheiße, jetzt habe ich den falschen Song gespielt. Ups. Leute, dann nutze ich die Chance, wenn ich jetzt schon Fehler mache und mich hier komplett vertue. Dann werden wir jetzt der alten Oma helfen. Ja, wird ja jetzt gleich passieren. Werden dann die Zeit vorspulen und die Maske kaufen. Wie gesagt, das hatte ich ja sowieso auch vor. Machen wir das eben so. Tja, und dann spulen wir halt nochmal die Zeit zurück. Wir können es ja, von daher lass es ausnutzen. Warum nicht? Und werden uns dann zum Felsenturm wieder begeben und dort die ganzen Feen alle einsammeln. So, zack, erstmal alles hier weggepfeffert, ey. Und zack, so, weitere Rubine. Wobei wir die ja eigentlich gar nicht so wirklich brauchen. So, hier ist der Dieb. Und das ist ja wohl die Einnahmequelle von diesem Typi in dem Kuriositätenladen, schätze ich mal. Ne, der überfällt ja jetzt hier gleich die alte Oma. Die kommt aber erst gegen 12. Also, magische Hand, spul eben kurz die Zeit vor. Und zack, da ist es auch schon 12. Da ist ja die Oma, ne? Und sie gleitet über den Boden, wie es scheint. Oder ja, sie gleitet über den Boden. Aber wenn man sich jetzt auch vor sie stellt, dann kann man sie auch nicht aufhalten. So, der Dieb ist jetzt in Aktion. Wie ihr seht, er läuft jetzt der Oma genau ins Bild. Zack. Autsch, pass auf. Hi, Dieb, gib den einer alten Dame sofort ihre Tasche zurück. Hat sie da eben gerade der gesagt? Oh Mann. So. Den haben wir jetzt geschlagen. Jetzt hat er den Beutel oder die Tasche losgelassen. Wir kennen das ja schon alles, ne? Haben wir ja schon mal gemacht, aber wir müssen das jetzt nochmal machen, damit wir die Maske der Nacht bekommen. War jetzt ein bisschen doof von mir koordiniert. Naja, wie dem auch sei. So. Oh, ich danke dir. Du hast ihn vertrieben. Jetzt können wir in unserem Laden endlich größere Beutentaschen anbieten. Vielleicht stelle ich sie schon morgen ins Schaufenster. Danke, dass du mir geholfen hast. Pass auf dich auf. Und das sagt die Oma zu mir, der ihr geholfen hat. Naja, egal. So. Ja, dann werde ich jetzt eben kurz einmal die Zeit vorspulen, bis es der dritte Tag ist an der Nacht. Und werden dann mal beim Kuriositätenladen vorbeischauen. So, der Laden hat um 10 Uhr geöffnet und ting, da ist es auch schon 10. Und wir können hinein und jetzt schauen wir doch mal, ob die Maske im Handel ist. Jawoll, nur herein, sieh dich ruhig um, ich habe auch ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sonderangebot ist die Maske der Nacht, besonders beliebt bei Nachteulen aller Art. Zwar weiß ich nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist, aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Kriegst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Da kannst du dann tun und lassen, was du willst. Ganz schön unheimlich, was? Ja, nur ich habe das Geld vergessen. So. Natürlich ist es ein bisschen doof, jetzt von einer 500 Rubinen kostenpflichtigen Rubine-Maske zu stehen. Wenn man nur 9 Rubine dabei hat, ne? So, Rubine abheben. Deshalb haben wir die 500 Rubine ja auch abgelegt auf der Bank. Und werden die jetzt sofort mal abheben. So. Moment. Ach, Mann. So, 500 Rubine geht nicht, weil wir ja schon 9 haben. Von daher müssen wir 491 machen. So. Jawohl. Gut. Danke. Tschüss. So, jetzt schauen wir mal, ob ich mich jetzt nicht verrechnet habe. So, jetzt sind wir schon bei der 200 Rubinen. Das sieht auch mal cool aus. Man steht hier so und die Rubinenzahl erfüllt sich einfach nur. Obwohl man nichts tut. Naja. Wir haben zwar mit dem Typen gesprochen, aber wir tun nichts. Wir sammeln keine Rubine ein und sie füllen sich trotzdem. Und zwar ganz schön schnell. So. Zack. Nicht verrechnet. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt mit unseren fünf stolzen 500 Rubinen hier rein. Und werden ihm jetzt die Maske abnehmen. Denn die Maske ist wirklich viel wert und ist richtig geil. So, Maske der Nacht. Dankeschön.
Ah, geil. Du hast die Maske der Nacht erhalten. Trägst du diese Maske, bist du von der sanften Umarmung des Schlafes geschützt. Drücke C, um sie zu tragen. Du hast eine garstige Maske gekauft. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Oh, ich hab nichts mehr zu verkaufen. Ich schätze nicht. Also, hast du was für mich? Ach ja, stimmt. Das war ja auch nochmal so, wo man dem was geben musste. Irgendwie diese... Ja, das hat, glaube ich, was mit Kaffeis Quest zu tun. Also, wenn euch das nicht sagt, Kaffeis Quest ist auch, ja, eine Aufgabe, die man machen muss. Das ist eine große Aufgabe. Das hat auch, ist alles in einem Zeitraum von 3 Tagen, wo man dann sich darum kümmert, eine Maske zu bekommen. Die Maske der Liebenden. Und da bekommt man halt auch nochmal eine bestimmte Maske, die man halt nur im Inventar hat oder so. Und die kann man denen dann geben. Und dafür kriegt man dann irgendwie die Maske der Liebenden. Dadurch kriegt man dann letztendlich auch nochmal, was weiß ich, ein Herzteil oder so. Keine Ahnung, wie das alles so noch was auf sich hat. Da müssen wir dann nochmal genauestens nachschauen. Ist lange her, dass ich das gemacht habe. Ja. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, nicht jetzt in dieser Zeit nochmal losgehen. Und in den Tempel, weil sonst die Zeit noch heftiger drängt. Moment. So, jetzt spielen wir nochmal die Hymne der Zeit und werden uns jetzt aufmachen zum Felsenturm-Tempel und dort alle Feen sammeln. Das wird jetzt zwar nochmal für mich relativ mühselig, da ich den Tempel nochmal machen muss. Ja. Und, aber dafür haben wir dann letztendlich dann auch die gesamten Feen. Und bekommen dafür einfach mal einen Bombenpreis, der ist einfach nur hammerhart. Für die Leute, die das Spiel kennen, wissen jetzt natürlich, was wir jetzt verpasst haben. Aber die es nicht kennen, können sich es im Prinzip fast gar nicht vorstellen, was wir da überhaupt noch bekommen. So. Aber genau deshalb werden wir jetzt auch natürlich alle Feen sammeln. So, dieses Mal mache ich es nicht falsch. So, dieses Mal spielen wir wirklich die Ballade des Kornos. Heißt sie doch? Ja, genau, gut. Verschätze mich manchmal mit den Namen. Und dieses Mal wird die Zeit nur verlangsamt. Dankeschön. So, Rubine haben wir zwar keine, brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Ich werde mich draußen jetzt erstmal im Gras rumwälzen als Corona, damit wir ein paar Gegenstände reinbekommen und so. Und dann werden wir uns aufmachen zum Felsenturm-Tempel. Und so wie ich es im dritten Tempel und im zweiten Tempel gemacht habe, ich habe ja immer nur die Stellen gezeigt, wo sich die Feen befinden. Ich glaube, damit waren so ziemlich alle relativ gut einverstanden. Und deshalb werde ich das so jetzt auch nochmal machen. Ich glaube nicht, dass ihr den gesamten Tempel nochmal sehen wollt. Das glaube ich nicht. Nur die ganzen Feen, auch die ihr eventuell schon gesehen habt, werde ich euch nochmal zeigen. Das auf jeden Fall, damit ihr auch die komplette Reihe der Feen seht. So, dann werde ich hier jetzt mich kurz einmal rumwälzen und dann sehen wir uns, wie gesagt, im Felsenturm-Tempel und werden dort alle Feen einsammeln und das werdet ihr natürlich dann alles sehen. Also bleibt dran. Wenn man so einmal auf unser Equipment guckt, Bomben haben wir genug, Pfeile haben wir auch genug, Fangarten braucht ihr ein Glück nichts. Na gut, Krabbelminen braucht man ja nicht so wirklich und das auch nicht. Von daher sind wir jetzt eigentlich schon relativ gut ausgerüstet. Und wenn man so sich das mal anguckt, 1, 2, 3, 4 Masken fehlen uns noch. Die hier bekommen wir, die Maske bekommen wir, wenn wir alle Masken hier bekommen haben. Also ab diesem Bereich. Die 3 Masken zählen sowieso nicht dazu. Weil das ja die Verwandlungsmasken sind und die, ja, gehören halt eben nicht dazu. Einfach so. Werdet ihr dann später noch sehen, warum. Ja, wie gesagt, ich möchte ja nicht zu viel vorwegnehmen, wie das dann alles sich ergeben wird. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, dieser Bereich hier, das ist wichtig, dass man die ganzen Masken hat. Wir könnten es natürlich auch jetzt durchspielen, das Spiel. Aber ich möchte vorher alle Masken haben, wie gesagt, weil man dann diese Maske bekommt, damit wir das wenigstens alles komplett haben. Hier fehlt uns auch noch mal ein Gegenstand. Flaschen fehlen uns auch noch 2. Das fehlt uns sowieso alles hier, also da bleibt noch eine Menge offen, Leute. Da können wir noch so einiges einsammeln, das Spiel ist nicht so schnell vorbei. Das ist ja auch das Schöne. Ist, wie gesagt, das Spiel besteht sehr viel aus Nebenaufgaben. Und das ist das Coole. Jetzt wurde ich gerade weggezoomt im Prinzip. So,
Das aber nicht, sollte jetzt gerade nicht so schlimm gewesen sein. Das Spiel sollte nur einmal ganz kurz stehen geblieben sein. Ja, wie dem auch sei, ich will jetzt hier auch nicht weiter im Inventar rumhängen. Wir stehen jetzt vom Felsenturm-Tempel, aber da wir jetzt so viel gebraucht haben mit der Bombentasche und mit der Maske der Nacht, haben wir jetzt ein bisschen viel Zeit verplempert. Und ja, im nächsten Part werden wir uns dafür aber aufmachen und werden dann alle Feen sammeln, die Belohnung abholen, und dann schauen wir schon mal, ob wir irgendwie mit Kaffeis Quest anfangen. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. So, dann schauen wir mal, wie es dann im nächsten Part richtig weitergeht. Und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, Leute.